Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Wordly Galaxy Resurrection. So, der Bohrer-Nachbar ist jetzt endlich vorbei. Das hat auch so lange gedauert, dass ich mal schnell hier die Quarz und die Iron Seeds auf 10, 10, 10 hochzüchten konnte. Und ich habe schon wieder nicht reingeklickt. Ja, ich würde sagen, wir stampfen uns den unendlichen Wassereimer und den Madhawk mal. Gehen mal kurz knacken. Und dann können wir schon mal Quarz und Iron anpflanzen. Iron werde ich aber unten anpflanzen. Ich habe mir so gedacht, die ganzen Barren wollte ich unten machen. Oben die ganzen... Joa, wie würde ich es nennen? Halt alles, was nicht Barren ist. Redstone, Quarz und sowas. So. Also, was machen wir heute? Erstmal den Wetter reparieren. Verdammt. Oh, das ist, ich bin schon wieder zu weit. Ach verdammt, ich habe jetzt hier keinen Koppel. Ich wollte nochmal weitermachen bei den Magical Crops. Einmal wollte ich da jetzt nochmal so ein bisschen barrenmäßig weitermachen. Also sprich, ich wollte die Gold Seeds fertig craften. Ich wollte... Na? Kupfer, Zinn, Silber, Lead anfangen. Wenn... Hallo, Absol? Wenn wir dafür genug haben... Zack, zack. So, so, so. Wenn wir jetzt hier anfangen zu gießen, sollte das eigentlich relativ schnell sich ausbreiten. Hier ist es scheißegal, ob der Crop fertig ist oder nicht, weil... Der wird sich so oder so ausbreiten. Halt, wenn er nicht ausgewachsen ist, breitet er sich halt nur mit den gleichen Werten aus. Das ist aber ein bisschen sehr rain. Ich meine, 10, 10, 10 ist das Beste. Ich mach das später fertig. Ich habe keinen Bock, euch jetzt hier noch die ganze Zeit zu langweilen. Ich mach das jetzt noch einmal kurz so. So und so. Ja komm, dann mache ich am wenigsten nochmal hier rum so ein wenig. Also so. Nicht so, sondern so. Ne? So hatte ich das gedacht, ja. Oh, siehst du? Hier muss ich auch noch reparieren. Gut, bevor ich jetzt schon wieder wegrenne, ich muss noch hier das Zeugs mitnehmen. Wir müssen auch mal langsam anfangen, im Bereich Maschinen etwas voranzukommen. Wenn wir jetzt anfangen mit den ganzen Erzen und so weiter, Eisenerz und so weiter, das muss ja auch noch verarbeitet werden. Dafür habe ich schon einen gewissen Plan. Und zwar will ich... Gut, man könnte jetzt meinen, das wäre wieder ein bisschen too much. Ich denke, es ist Dodge-Cell. Was ich halt einfach vorhabe, ich würde gerne für jeden einzelnen Seed, den wir haben, also für die Barrenerze, wollte ich eine eigene Verfünffachung aufbauen. Wie sieht das mit Enderperlen aus? Brauchen wir davon ziemlich viel? Ja gut. Nein. Ja gut, da bräuchten wir ein paar Enderperlen bei F-Tools. Gravity Gun, ja gut. Translocate, was ist Vena? Sieht doch... Der Block sieht geil aus. Ich schaue nur gerade so kurz ein bisschen drüber, aber... Was war das? Ender Shroud? Endlich sind wir gerade an Fallout, an Silver Shroud. Enderperlen Block, Short Range Teleport, okay. Inventory Binder. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal die Gold Seeds fertig. So, drei Gold Seeds. Ich weiß, was wir jetzt noch machen.
Wir machen uns jetzt nochmal schnell. Na? So, wir holen mal schnell zwei Seeds. Damit wir da endlich mal von der Quest her weiterkommen, mache ich jetzt einmal schnell nochmal die zwei Cold Seeds. So. Jetzt aber bitte, Questbuch, lecke er mich am Sack. Crops made of magic, jawoll. Claim reward. Als nächstes kommen die Dice Seeds, Earth Seeds haben wir, Fire Seeds brauchen wir noch, Water Seeds können wir auch noch machen, Nature Seeds, Gold haben wir, Obsidian haben wir, Blossom haben wir, Redstone haben wir, Quarz haben wir, Dia ist das nächste. Wir könnten auch mal anfangen hier mit der Rüstung, aber ne. Ja, meine Freunde, die Pinguine sind auch wieder da. Nein, nicht die Pinguine von Madagaskar. Okay. Das haben wir. Ich brauche noch etwas Essenz. Wie sieht das hier aus? Ist hier wieder was drin? Markiert da gerade wieder irgendwas? Nein. Wird alles einsortiert, so wie es soll. Okay. Moment. Die sollen dahin. Du hast die hier. Okay. Hallo. Ihr seid da. Chase Opening. 4 Dias, nicht schlecht. Jetzt will ich mal ganz kurz was schauen. Okay. Wenn ich mich nicht ganz täusche, brauchen wir für die Infinity Catalysts. Ah, okay, wir brauchen einfach nur eine Schaltplatte. Never mind, alles gut. Ich habe nämlich heute mal so ein bisschen im Wiki rumgeguckt und noch gesehen, wir bräuchten für die Infinity Catalyst Record Fragments. Aber es kann sein, wenn. Na, wie heißt es? Wenn Mindfuckery Reloaded installiert ist, dass das ein bisschen rumspinnt, weil es ein Rezept gibt für die Blank Record und eins für Record Fragment. Aber da hat der Modpackmacher gut aufgepasst. Oder gesagt, der Modpackmacher. Ich bin jetzt gerade mal am Schauen. Was können wir machen? Machinery. Moment, haben wir drin was Stahl? Weil wenn ja, dann fangen wir jetzt mal ein bisschen an mit Mechanism. 16 Stahl, perfekt. Ja, okay, hier ist auch noch. Gut. Osmium haben wir aber hier keinen. Ja, laut dieser Portal weiß ich immer noch nicht, wofür das ist. So, wenn wir mal Add Mechanism eingeben. Was ist das? Security Desk? Okay. Der hat ein paar neue Texturen reingehauen. Okay, aber wenn ich mich nicht täusche, ist das erste, was wir machen sollten, ein Metallurgic Infuser. Dann würde ich eine Enrichment Chamber. Und einen Energized Smelter. So, diese drei machen wir heute. Metallurgic Infuser, da brauchen wir Osmium. Haben wir Osmium? Osmium haben wir, das, wenn wir das jetzt schmelzen, kriegen wir Baren. Können wir... Machen wir mal gerade anders, ich will das Mechanism Osmium. Osmium. Osmium Essence und wir brauchen Imperio. Alles klar, dann machen wir doch das. Gehen wir das als nächstes an, würde ich sagen.
Ich brauche erst. Nein, Feldstuhl. Ich brauche 16 hiervon. Osmium schmelzen. So. Dann gehe ich nochmal schauen, was ist hier fertig. Hatte die Pinguine, ne? Zack. So müssten wir genug haben für einmal für einen Seed mit Imperio Essenz, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Müsste aber. Halt erstmal den. Ja, sieht richtig aus. Jawohl. Gut. Imperio Essenz. Ich brauche ja noch den Essenz Seed. Oder Minitio Seed. So, aus mir, mein Gott. Sehr schön. Start ist gegeben für der Mod, der Mods Mechanismen. Gut, einmal nochmal schnell hier ein bisschen hochgießen. Wobei ich mache das erstmal so. Benutze ich erstmal. Falsche Truhe. Benutze ich hier erstmal das. Kann man den Osmium das auch in der Schmelzerie? Nein. Kann man das. Bitte lass das im Grindstone gehen. Na? Bist bald fertig? Jawohl. Natürlich auch nicht. Mischt. Da brauchen wir für den Enrichment Chamber auch eins. Und wir brauchen den Basic Control. Okay, wir brauchen insgesamt 4 Stück. Gut. Also erstmal Metallurgic Infuser. Entschuldigung. Boah, heute sehe ich nicht meinen Tag, ne? So, 16. Dann etwas Eisen, 4 Stück. Wir brauchen 2 von Narzis. Leirone. Osmium. Und einmal Redstone, 2 Stück. Da brauchen wir 9 Stück von. Ich würde auch sagen, dass wir als nächstes dann schon mal die Harvester angehen. Das sollte eigentlich das Beste sein. Das war jetzt sehr schlau. Oi. So. Zack, 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 zack. Hallo? Zack, zack, zack. Dankeschön. So, 2 Redstone und wir haben einen Metallurgic Infuser. Ich will mal kurz schauen. Die Universal Cable. Was brauchen? Die brauchen nur einen Redstone. Das ist perfekt. Dann machen wir doch schon mal davon ein paar. Können wir die jetzt hier anschließen? Geht das? Anscheinend nicht. Das geht aber, wow. Hätte ich gerade selbst nicht gedacht. Gut, 20 Kilo Joule sind drin. Ich schau mal eins hier rüber. Wir brauchen. Ich weiß nicht, wie das sehr mag, die Power Cubes nicht so wirklich. Ich lese mich damit nochmal rein, aber ich bin nicht so überzeugt, dass ich die usen werde.
Okay, wir brauchen für den Ende der Smelter 2 Control Circuits. Das heißt, wir brauchen Osmium. Ich erwisch irgendwann nochmal die richtige Truhe. Wo kommt der denn hier? Wo zum Henker? Ist doch. Das ist richtig scheiße mit dem Eisbiom. So, hier ist alles ausgeleuchtet. Ja. Boah, hat der mich schon eben erschrocken. Halt dein Ei. Oh. Hi, Pete. Wer jetzt nicht weiß, warum ich den Pete genannt habe, ist von einem Livestreamer. Die Bücher kann ich gut gebrauchen, das wäre eher nicht. Okay. Super, wie ich meinen ganzen Plan darüber schon über den Haufen geworfen habe. Ich wollte heute anfangen, oder sagt weitermachen mit Magical Crops. Gut, ich bin heute dabei, Mechanismen anzufangen. Gut, das werden wir auf jeden Fall alles mal besser aufbauen. Ist jetzt wirklich nur für den Anfang. Soll mich jetzt nicht jucken, ich meine, wir haben das, aber seit wann? Das Rezept ist mir neu. Und noch 4 Stahl. Also Stahl können wir damit jetzt auch schon herstellen, aber naja. Hiermit können wir Stahl jetzt noch besser herstellen. Nummer 2 Glas. Keine Eisenblöcke, 2 Glas. Ein Energized Smelter, sehr schön. Der ist auch schon sofort voll. Ich muss mich gerade schon wieder verkneifen, ne? Ich muss es mir einfach verkneifen. So, wie sieht das hier aus? Na gut, hat man lange warten können. Mache ich in der nächsten Aufnahme fertig. Also für die nächste Aufnahmesession oder nach dieser Aufnahmesession züchte ich die hoch. Ich würde hoffen, dass wir bald schon anfangen können mit den Diaseeds. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, hat sich schon gut ausgebreitet. Haben wir noch was da? Gut, dann muss ich gleich mal ein neues Holz nachfahren. YouTube, wo war ich jetzt dann? Ja. Ich wollte wenigstens heute noch die Kupfer-Seeds fertig machen. Falscher Stone. Ah, bitte, oder? Das kann reichen. Ja, so aber nicht. Das wird nicht reichen, oder? Verdammte Axt, das reicht nicht. Und wenn ich mir jetzt hier noch was abhole? Zwei Stacks, komm schon, jetzt aber. Das wird reichen. Bitte, bitte. Wird Zeit, dass wir den Master Fusion Stone bekommen. Oh Gott. Das müsste man doch eigentlich auch automatisieren können.
Jawohl. Wir haben hier Rust Your Furnace. Und das ist ja. Gut. Holen wir uns noch schnell ein Seed. So. Seed. Kupfer. Wird. Ne, ihr sagt nicht, wir brauchen für die Kupfer Seeds einfach die geringere. Welche Seeds können wir mit den Imperium machen? Eisen, Gold, Lapis, Experience, Quartz, Ender, Knoch. Dann machen wir schon mal die Skeleton Seeds fertig. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Einfach weil wir die. Die brauchen wir doch als Basis, oder? Jawohl. Die brauchen wir später noch für die Wizard Skeleton Seeds und die werde ich auf jeden Fall machen. Gut, das war ein Griff's Klo. Skeleton Seeds. So. Jetzt habe ich schon 3 Seeds, die ich wieder hochzüchten darf. Ah, das wird lustig. Also kommen noch Zinn, Copper, Ender, Lapis an. So, die Folge ist schon etwas rum, aber ich schaue nur mal ganz kurz drüber. Feuerseeds müssen wir noch machen, Wasserseeds nur für. Ich glaube, die Wasserseeds brauchen wir nur für Clay, oder? Ja, gut, Holz, da können wir. Das müssen wir jetzt echt nicht machen über Magical Crops Holz. Kupfer werden wir noch machen, Zetus. Lead, Nickel? Ja, guck. Wofür brauchen wir Kobalt wirklich? So, ich sehe nur für Werkzeug, ja. Kann mal sein, dass ein Lead, Nickel, Osmium haben wir, Platin werden wir noch machen. Beziehungsweise Shiny. Ja. Rubber können wir machen, Silver werden wir machen. Hin, habe ich schon gesagt. Yellow White müssen wir auf jeden Fall anfangen. Bliss Seeds weiß ich nicht so wirklich, ob sich das lohnen wird. Ach komm, warum nicht? Wir haben ja nichts. Salpeter werden wir aber machen. Stahl vielleicht. Obwohl, ich schätze mal ja. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch hier die Draconium Seeds. Ja. Emerald Diamond Seeds ja auf jeden Fall noch, wie gesagt. Blade Seeds können wir über einen Spawner lösen. Na gut, ich würde sagen, der Plan steht soweit. Air Seeds können wir komplett vergessen. Ich glaube, da kannst du nur. Welchen, ja, jawohl. Schneebälle, geh mal weg mit dem kurz. Gut, wir sagen, der Plan für die nächsten Folgen steht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich lege hier nochmal die Seeds ein, dass ich dann weiß, okay, die muss ich noch hochzüchten. So, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Hallo.